und guten Abend zu Tacheles, der ehrlichsten und offensten Talkshow im deutschen Fernsehen. Meine drei Gäste heute vertreten drei unterschiedliche Religionen, die immer wieder Reibungspunkte haben. Woran das liegt, vielleicht erfahren wir es heute. Ich bin gespannt. Ich begrüße die stellvertretende Vorsitzende des jüdischen Zentralverbandes, Annegret Weiler. Die überzeugte Muslimin und Al-Qaida-Aussteigerin Amina Beldagi. Und die katholische Ordensschwester Monika Felten. Guten Tag. Frau Weiler, Sie haben einmal gesagt, ich zitiere, Islam ist bescheuert, Judentum ist viel besser. Was? Nein, das habe ich nicht gesagt. Steht hier aber. Ja, das ist mir egal, ob das da steht. Ich habe das nicht gesagt. Im Gegenteil, ich setze mich für die Versöhnung der Religionen ein. What did she say? My translation? She said Islam is bullshit, Jewish stuff is much better. Oh, really? No, I did not say that. Never. Das lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Frau Beldagi, verletzt Frau Weilers Satz nur Ihre Religion oder auch Sie persönlich? Ich habe das nicht gesagt. I did not say that. Frau Beldagi? Well, if she really said that... It stands here. Habe ich nicht. Then I would feel personally offended, because my religion is part of my personality. Weil meine Religion ein Teil meiner Persönlichkeit ist. Das soll mir jetzt schon reichen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das nicht trennen können von Religion und Identität. Hallo, hört mir hier jemand zu? Ich habe diesen Blödsinn nicht gesagt. Frau Felten, aus Sicht einer Nonne, ist das aggressive Verhalten von Frau Weiler typisch weiblich oder typisch jüdisch? Bitte? Aber wenn sie es doch nicht gesagt hat. Vielen Dank, wenigstens eine hier, die noch bei Verstand ist. Frau Beldagi, ich glaube, gerade passiert hier etwas ganz, ganz Interessantes. Die Katholikin Monika Felten hat sich, sobald hier die Konfliktsituation aufkam, instinktiv auf die Seite der Jüdin Annegret Weiler gestellt. Spiegelt das nicht die globale Situation der drei Religionen wider? Im Zweifel gegen den Islam? Was? Ich weiß nicht. Everybody against the Islam? Do you feel that too? Well, yeah. No. Yes and no. Ach, ja und Frau Beldagi stimmt schon mal zu. Nein, das macht sie überhaupt nicht. Sie haben sie doch nicht alle. Nein. She's crazy. Frau Weiler, können wir bitte versuchen, sachlich zu bleiben? Ich soll sachlich bleiben? Ich? Wer denkt sich hier denn irgendwelche Zitate von mir aus? Moment. Vielleicht kann uns ja die Grafik helfen, die gerade reinkommt. Aha. 71% der Zuschauer sagen ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie diesen Satz gesagt hat. Aber nur 31% sagen nein, sie hat diesen Satz nicht gesagt. Was ist denn das für ein Mist? Außerdem heiße ich nicht Walter. Frau Beldagi, was sagt das Ex-Al-Qaida-Mitglied in Ihnen, wenn es so eine Grafik sieht? This is over 100%. Ja, das macht es ja noch schlimmer. That makes it even more bad. Are you angry now? Do you want to kill her? Like in the old Al-Qaida days, you want blood. No, I'm not Al-Qaida anymore. Bin nicht mehr Aber über 100% kann doch nicht sein. Da stimmt doch was nicht. Frau Felten, wir reden hier heute über Religion, nicht über Mathematik. Das ist ein Affentheater hier. Och. Hass und Intoleranz prägen nach wie vor den Dialog zwischen den drei großen Religionen. Auch unsere kleine Gesprächsrunde heute hat das wieder einmal bewiesen. Ein einziger unüberlegter Satz von einer Jüdin kann dazu führen, dass eine Katholikin ihrer Religion den Rücken zukehrt und ein Ex-Al-Qaida-Mitglied wieder töten möchte. Das war Tacheles, wir sehen uns wieder. No. Also, Frau Tim, jetzt möchte ich mal ich bitte Sie im Namen unseres Herrn Jesus Christus, das geht nicht.